Liebe Heidi Beckenbauer, sehr geehrte Familie Beckenbauer, sehr geehrter Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sehr geehrter Herr Bundeskanzler Olaf Scholz, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Markus Söder, lieber Uli Hoeneß, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, des Landes, der Stadt München, um unseren sehr geehrten Oberbürgermeister Dieter Reiter, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des internationalen und deutschen Fußballs aus Verbänden, Organisationen und Vereinen, liebe Ehrengäste und treue Wegbegleiter, liebe Fans des FC Bayern München. Ich darf Sie alle im Namen des FC Bayern München in unserer Allianz Arena willkommen heißen. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie heute alle hierher gekommen sind, damit wir uns in diesem ganz besonderen Rahmen gemeinsam von Franz Beckenbauer verabschieden können. Wir begrüßen Wegbegleiter aus der ganzen Welt und aus vielen Jahrzehnten. Franz war ein Freund für jeden, aus seinem Herzen heraus. Das hat ihn neben seinem Fußballer zu dieser einzigartigen Persönlichkeit gemacht. Und ich bin sicher, er hätte sich gefreut, dass heute hier so viele Menschen zusammengekommen sind. Er hätte sich sicherlich auch ein bisschen gewundert. Was, hätte er vermutlich gefragt, ihr seid alle wegen mir hier, das hätte es aber nicht gebraucht. Zu viel Aufhebens um seine Person, das war ihm nie ganz geheuer. Wir durften ihn kennenlernen, ein Münchner Kindl, das zum Weltbürger wurde. Franz hat nie vergessen, wo er hergekommen ist. Jeder Mensch ist gleich. Das wurde ihm von klein auf in seiner Familie vermittelt. Am Küchentisch seiner Mutter Antonie, an den es ihn auch als Erwachsener immer wieder zurückzog. Er lebte diese Werte immer und überall, ganz egal, wo er sich auch aufhielt. Seiner Zeit damit womöglich weit voraus, ein Vorbild für alle Generationen. Franz blieb dabei auch immer der Libero. Ein ewiger Freigeist, für den die Kreidelinien des Spielfelds keine Grenzen gewesen sind. Wo auch immer er auftauchte, Franz brachte den Glanz ganz locker auf seine unverwechselbare Art. Dass das Leben immer ein Spiel ist, hat er uns mit eindrucksvoller Leichtigkeit bewiesen. So viele wollten immer was von ihm, jeder zerrte an ihm. Aber er, Franz, nahm sich immer Zeit für alle, ohne Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen. Das war eine Gabe. Das war seine Gabe. Immer ein nettes Wort, ein offenes Ohr für sein jeweiliges Gegenüber zu haben. Und dass wir uns heute Zeit füreinander nehmen, auch das ist sein Vermächtnis. Heute ist die Welt zu Gast beim FC Bayern München. Heute ist die Welt zu Gast bei Franz. Die Nachricht von seinem Tod hat uns alle erschüttert. Die Welt des FC Bayern München, die gesamte Fußballwelt, wurde dunkler. Für den FC Bayern München bedeutete Franz Beckenbauer alles. Aber Franz würde auch wollen, dass wir nach vorne schauen, ohne Trauer. Dass wir nach vorne schauen mit unzähligen, einzigartigen Erinnerungen und unvergesslichen Bildern, die er uns hinterlassen hat. Franz glaubte fest daran, dass der Tod nur eine Etappe ist. Dass er ein Teil von uns bleibt. Und lieber Franz, dieser Gedanke ist tröstlich, dass du weiter bei uns bist. Wir hatten das große Glück, eine Kaiserzeit erleben zu dürfen.
Es ist nun an uns, diese Geschichte weiterzuleben. Und mir gefällt die Vorstellung, dass er zum Beispiel am vergangenen Freitag beim 3:0 über Hoffenheim zugeschaut hat. Vielleicht hat er dabei ein bisschen gegrantelt, weil zunächst nicht alles nach Maß lief. Das war Obergiesing gegen Untergiesing. Am Ende aber, und da bin ich mir ganz sicher, war er recht zufrieden. Sein Spruch war immer: Geht's raus und spielt Fußball. Lasst uns alle so weitermachen. Lasst uns rausgehen und spielen in seinem Sinne, im Sinne von Franz Beckenbauer. Der FC Bayern auf alle Fälle wird immer ein Kaiserreich bleiben und das auf ewig. Dieser Verein ist mit Franz Beckenbauer groß geworden. Wir alle sind gemeinsam gewachsen. Er wurde dabei immer größer. Die Welt hat zu ihm aufgeschaut. Aber er hat nie auf die Menschen herabgeschaut. Franz, du warst immer einer von uns. Einer für alle. Mir sein Franz. Er wird uns fehlen. Als Persönlichkeit, als Mensch. Ich hatte die große Ehre, ihn einen Freund nennen zu dürfen. Man musste diesen Mann einfach bewundern. Ich habe ihn immer bewundert. Dieser beispiellose Mix aus Leichtigkeit bei gleichzeitigem Verantwortungsbewusstsein. Und wer sagt, Franz sei ein Kind des Glücks gewesen, der vergisst, dass bei ihm immer hinter allem harte Arbeit steckte. Das Glück, sagte er mal, ist kein Dauerzustand. Es ist ein Moment. Und was hat er alles getan, um den Menschen so viele Glücksmomente zu schenken? Und sie werden bleiben, auf Dauer. Einmal wurde er nach seiner Definition von Glück gefragt. Seine Antwort war: Glück ist, dabei zu bleiben, spielerischer Ernst und immer die Gemeinschaft zu suchen. Und er schloss seine Antwort mit dem Satz: Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ja, lieber Franz, ein Blick hier auf die Ränge belegt das. Es ist dir mehr als gut gelungen. Am Freitag nach dem 3:0 über Hoffenheim standen unsere Spieler in der Südkurve. Sie sangen mit euch oben auf den Rängen gemeinsam gute Freunde. Das, liebe Fans, das ist der FC Bayern München. Hier in diesem Stadion, in dieser Kurve schlägt das Herz des FC Bayern. Hier ist der FC Bayern zu Hause und hier wird auch Franz Beckenbauer für immer zu Hause sein. Lieber Franz, hab unermesslichen Dank für alles. Ruhe in Frieden. Du bleibst in unseren Herzen und bei uns im Spiel für alle Zeiten. Danke.